The alarm goes off, I start to play. I don't wake up, I'm far away. Another day is gray, it's gray. But I don't care, cause I'm aware I am not really sitting there in my lonely office chair. I built my castles in the air. I wear the crown, I am a king. I buy my love a golden ring, and I myself will keep the key. The best kept secret in the world, Dominic and the Wonder Toys. Herzlichen Dank, dass ihr extra von Barcelona aufgekommen sind. Freut uns ganz besonders. Dominic, das Stück, jetzt, das wir gerade gehört haben, ist besonders bekannt. Sie haben aber auch andere bekannte Stücke auf der letzten Produktion. Ist das für euch irgendwo auch zukunftsweisend gewesen, die Produktion? Ist die für euch ein gewisses Sprungbrett gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es war ein wichtiger Schritt in der Karriere der Band. Und die Idee ist, dass wir durch die Platten auch im Ausland können, bekannt werden und arbeiten. Und das hat jetzt sich in dem Sinn positiv entwickelt. Seit wann gibt es denn überhaupt Dominic and the Wonder Toys? Ja, also in der Absetzung jetzt seit etwa 2 Jahren gleich. Und es hat vorher schon eine andere Besetzung gegeben, unter diesem Namen, wo der Saxophonist Penthouse dabei war schon. Und die anderen sind frisch, neu. Wie ist das mit der Zukunft?
Du hast vorher das Ausland angesprochen. Geht ihr in der nächsten Zeit auch ins Ausland? Stehen da irgendwelche Konzerte oder Tourneen vielleicht sogar auf dem Programm? Ja, als nächstes kommt das erste Mal die Produktion von der neuen LP. Und so wie es aussieht, wird die im Ausland gemacht, also produziert auch von... In Deutschland, oder? Deutschland oder England. Das steht jetzt im Moment, ist eben gerade so... so in der Kippe. Und so, wer das denn ist und so. Aber es wird eben mit größter Wahrscheinlichkeit in Deutschland oder England gemacht. Wie sieht es denn auch aus mit Konzerten? Also jetzt werdet ihr zuerst mit der Produktion beschäftigt, sind wir. Gibt es auch mal vielleicht in nächster Zeit oder in absehbarer Zeit ein Konzert in der Ostschweiz? Ja, wir suchen die Ostschweiz immer wieder mit Vergnügen heim. Also besonders in Herisau haben wir einen hervorragenden Ruf. Und wir kehren dort an diesen Ort zurück, in glaube anderthalb Monaten ungefähr. Wir würden es selbstverständlich auch gerne in Wiel und da und überall spielen. Also wir spielen eigentlich immer überall gern. Also ich glaube, den guten Ruf haben wir jetzt auch in Wiel. Und wir hören euch am Schluss von der Sendung nochmal als Ausklang von der Sendung. Danke vielmals nochmal. Wir machen jetzt weiter mit Erfindungen, mit zwei Wieler Erfinder, und zwar am